am Anfang erklären, warum du da. Achso, ich glaube, das ist nicht die Erde. Ja, das ist nur ganz okay. Kurz, aber vielleicht okay. Für. Ja. Passt. Na gut. 3, 2, 1. Hi! Hello, kids! Das ist neu. Ja, ich war auf einer langen Diät und habe einen Bart gekriegt und meine Tattoos weglesen lassen. Das ist der neue Jörg. Nein, es ist nicht der neue Jörg. Der neue Jörg ist noch in Arbeit oder schon da eigentlich. Fast, bald. Eigentlich schon, oder? Vermutlich zu diesem Zeitpunkt. Ja. Also neuer Jörg ist der Grund, warum der alte Jörg nicht mehr da ist. Weil der alte Jörg wird Papa und der neue Jörg ist, fällt mir gerade ein, eigentlich ein Mädel. Also gibt es eine weibliche Form von Jörg? I don't know. Jörgin, keine Ahnung. Die neue Jörgin, ja. Also ich bin da, weil der Jörg eine kleine Pause macht für sein Baby. Und das gönne ich ihm total. Shoutout Jörg und Family. Shoutout Jörg und Kids und Katrin. Hoffe, es geht euch alle gut. Voll. Ja. Ja, und jetzt müsst ihr mich ertragen. Die foreseeable future. So beginnt die Herrschaft des Feuers. Terror und Schrecken für immer. Genau, für alle, die es nicht wissen, Thomas Fernis, Bassist bei Call the Mothership, Derm und einer der drei Bassisten von Call the Mothership. Und hin und wieder andere Projekte. Genau. Mittlerweile ist er, wie spricht man das aus? Irrtil? Julius, ich kann's nicht. I can't, I'm sorry. Nein, Irrtil. Oder Irrtil, so eine Richtung. Ist er, ja. Für die Leute, die sich mit Dark Souls ein bisschen auskennen, die werden wissen, das ist wieder ein bisschen in die Richtung. Genau, und jetzt eben da als Honorary Big Boy und Vertretungs-Big Boy. Ja, genau. Also herzlichen Dank. Voll. Wobei Big Boy ist es eigentlich, der Jörg ist fucking fit as fuck geworden. Und der Peter ist auch fit as fuck. Also ich weiß nicht, warum ihr immer Big Boys heißt. Das ist Ego. Ist jetzt beide Ego. Die Ur-Tanks, oder? Das ist Ego. Okay. Und ich traue mich mal behaupten, dass du da eh auch reinpasst. Okay, also big in spirit, not in body. Ja. Cool. Ja, cool. Fangen wir gleich an, oder? Oder fangen wir mal an mit ein Thema. Das war auch eine Frage bzw. ein Feedback, das wir bekommen haben von mehreren Leuten. Ich weiß gerade nicht, wer war das? Ich habe es leider auch vergessen, aber die Leute, die das gefragt haben, werden sich hoffentlich angesprochen genau. Fühlen. dass wir das noch nicht so ausführlich besprochen haben, und zwar Sänger. Sänger? In jeglicher Vocalists. Hinsicht und was sie können und was sie tun, was sie können sollen und tun sollen. Können sollten und tun sollten, ja. Genau. Wenn man mal gleich grob anfängt und sagt international, das ist für dich der Prototyp Vocalist von einer Metal-Band oder da sollten andere Vokalisten sich was abschauen. Wer würde dir da so aus dem Bauch heraus sofort einfallen? Phil Boseman fällt mir jetzt ein. Boseman, okay. für neueren Metal. Also neueren Metal halt für ein bisschen neuere Richtungen. Ich bin ganz großer Fan von Randy Blythe. Ich liebe den Randy, also Gesamtpackage, was er macht. Aber das ist eher auch was wir sicherlich noch ansprechen werden. Das ist nicht nur jetzt Vocal Technique, weil du sagst Gesamtpackage, sondern ja, es ist auch Präsenz. Es ist auch Präsenz. Beim Boseman muss man schon sagen, der die Technik, die er hat. Mir fehlt vieles von dem Wissen, das ich bräuchte, um es tatsächlich akkurat zu bewerten. Aber beim Boseman ist halt immer so ein. Das ist einer von den Typen, die siehst du live und du denkst dir, ah, der hat seine Hausaufgabe gemacht. Mhm. Ja, der hat den Shit geübt. Ja. Weil normalerweise, wenn du einen Song hörst wie The Saw is the Law, du hörst das und denkst dir, nie, live, nie. Und dann kommt der Typ und ich, also wie ich ihn gesehen habe, hat er es einfach genailed. Und es war so,
bah, ja, arg. Mhm. Fucking surprise. Also das erste Mal, wie ich ihn gesehen habe mit dem Song. Also so, pff. Mhm. Ja, der kann das. Ja. Und das ist beim Randy ist es auch so, dass du, der bringt halt live, was er auf der CD verspricht. Und das ist für mich so ein Indikator von, okay, das ist ein guter Sänger für mich. Mhm. Der bringt mir den Hype vom Album. Mhm. Weil zum Beispiel, ich kann mich erinnern, erster Northlane-Sänger, mhm, live gesehen, und ich war so disappointed, weil ich mir gedacht habe, das kannst du mir nicht verkaufen, mhm, als diese Band. Das ist fucking ridiculous. Also du hast wirklich gemerkt, es ist ein halber der wirklich Sprechgesang, weil das einfach, ja, nicht, der zart und der blast nicht. Und ja, also das ging zum Beispiel gar nicht für mich. Mhm. Aber Randy Boseman, wenn wir zurückgehen, ich meine, wir alle wissen, ich schaffe es irgendwie immer, in irgendeiner Form Metallica in irgendwas reinzubringen. James Hetfield ist für mich halt, aber als Gitarrist auch, also Songwriter, mhm, und Sänger. Mhm. Aber vom Hype, den er bringt bei Konzerten, jetzt von großen, älteren Bands, also den Hype, den er aufbaut, das ist aber arg. Ich würde zum Beispiel, und das ist vielleicht auch irgendwie eine komische Ansichtsweise, ich würde den Hetfield lustigerweise mehr als Frontman sehen, dann als reiner Sänger. Weniger als Vocalist. Ja, es ist weird, wie ich es mir gedacht habe, war schon so ein, kann ich das bringen? Er ist natürlich ganz offensichtlich die Stimme von Metallica, aber trotzdem sehe ich ihn nicht als reinen Vocalist, weil er eben auch die Gitarre spielt. Reinen Vocalist, wenn es wirklich noch weiter zurückgeht, das ist einer der beeindruckendsten Leute, die ich je gesehen habe, war der Ronnie James Dio. Und das war halt wirklich was, also ich kann, das ist typisch 16-jähriger Thomas geht zu einem Metallica-Konzert und hat keine Ahnung, was zur Hölle Heaven and Hell ist, ja. Und die kommen halt diese Dinosaurier auf die Bühne und dieser kleine Mann mit seinen wehenden Haaren, wo ich mir dachte, die sind festpickt am Kopf, das gibt's nicht, ja. Und der hat mich einfach umgehauen. Das war eine unglaubliche Präsenz und mit nicht viel, es war meistens nur die Bewegung und ich dachte so, das ist so lame, aber so gut, ja, es ist so unpackbar. Also da war die Präsenz unglaublich. Nein, ich würde auch sagen, im, sagen wir mal, im klassischen, wo wir wirklich noch reden von Heavy Metal, ist es schwer, um an Ronnie James Dio vorbeizukommen. Ich würde nach wie vor, obwohl viele Leute seine Stimme auch hassen, Bruce Dickinson. Ja, du. Er ist, weil er eben diese Kombination aus gute Vocals und auch eben die Stage Presence und die Persona. Den Hype einfach. Also genau. Viele Leute unterschätzen, dass dieses Anheizen vom Publikum in gewisser Weise. Aber man kann also schon unterm Strich sagen, für dich ist ein Vokalist mehr als nur seine Gesangstechnik und seine Gesangsleistung. Ja, auf alle Fälle. Ich habe auch. Er ist auch ein Animator. Ich habe auch Vocalists gesehen, die überhaupt nicht gut waren. Also ein Beispiel, das mir jetzt einfällt, ich war früher, wie ich noch jünger war, war ich absoluter Cataclysm-Fan. Und aus dem wächst man, glaube ich, raus oder auch nicht, ich weiß es nicht. Der Typ war kein guter Sänger. Also er war seine Technik war, ich weiß nicht, ob die überhaupt vorhanden war. Und er war auch nicht immer on time und sowas. Aber der Typ hat halt einfach eine, wenn der da war, hast du es gemerkt. Und das war halt einfach ein, okay, er liefert eine coole Show. Aber das wäre zum Beispiel ein Beispiel für mich von einem schlechten Sänger, der aber eine gute Live-Show macht, wenn du Fan von der Band bist, wo du es ihm verzeihen kannst. Wie es für Leute waren, die Mucke nicht so kannten, weiß ich nicht. Mhm. Ich finde, es gehört schon dazu, dass du übst, auch als Vocalist. Na klar, du spielst in der Hinsicht auch ein Instrument. Ja, Shoutout an alle Vocalists. Übt euren Scheiß, bitte. Einfach weil es, ich finde, es hat wirklich damit zu tun, du gehst in einen Proberaum rein und lieferst eine Leistung ab, wo sich alle Instrumentalisten denken, wozu übe ich meinen Scheiß überhaupt, wenn der Typ reinkommt, ein Mikrofon nimmt und irgendwas reinschreit. Du merkst, die Technik passt nicht, du merkst, das Timing passt nicht. Nicht, dass ich das jetzt verallgemeinern will, aber oft habe ich das Gefühl, dass es so eine, ein bisschen so eine Hassliebe gibt zwischen Instrumentalisten und Vocalists.
Ah, ich meine, da gibt es ja die ewig alte Meme, kann man schon sagen, wie viel der Sänger tatsächlich beim Changeover mithilft und was er trägt. Das ist mein Mikro. Ja. Tschüss. Ich meine, ich hatte immer das Glück, dass ich mit sehr, sehr guten Vocalists zusammengearbeitet habe. Mhm. Also es gibt tatsächlich keinen, wo ich sage, die haben ihren Job nicht gut gemacht. Dass das Sid ein Heisel ist, wissen wir alle. Aber das ist genau, warum wir ihn lieben und ich ihn auch für immer in meinem Herzen tragen werde als CTM-Sänger. Aber nein, die haben einfach alle ihren Shit gemacht und du hast gewusst, oh, jeder trägt sein Ding und ist ein produktives Mitglied. Mhm. Und das ist, finde ich, bei Sängern wichtig, auch als Gesamtpackage. Also es geht nicht nur um die Leistung, die sie stimmlich bringen, es geht auch ein bisschen darum, wenn ich mir Interviews suche von der Band, merkst du, dass jeder ihn hasst oder ist es eine... zum Beispiel der Vocalist von Die Hard is Murder ist für mich nicht mehr ernst zu nehmen, weil der Typ macht irgendwas mehr. Es ist irgendwas und es ist halt für mich so ein... Die anderen müssen aber trotzdem einen Shit Tight spielen. Ja? Wenn der Drummer sagt, hey, ich scheiß drauf, dann kannst du die Band einpacken und irgendwo hinschmeißen. Ja? Das ist warum darf ein Vocalist das? Und wieso verzeihen die Leute Vocalists so viel mehr als Instrumentalisten? Das ist was ich mich irgendwie ein bisschen gefragt habe in den letzten Jahren. Aber kann auch sein, dass das persönliche, subjektive Wahrnehmung ist. Ich meine, in das ist vielleicht auch interessant, in deiner Erfahrung, dass jetzt, wo ich so darüber nachdenke, in den letzten Sekunden, weiß ich es eigentlich nicht, aber glaubst du, in der Underground-Szene und jetzt in quasi der lokalen Szene, dass es wirklich sehr viele reine Vokalisten gibt? Weil ich habe irgendwie den Eindruck, dass viele Vokalisten schon auch ein Instrument spielen. Voll bei uns. Eigentlich es gibt, ich meine, ich kenne Prep. Aber der Prep ist niemand, dem du vorwerfen kannst, er würde nicht enorm viel Arbeit leisten. Aber sonst, ja. Genau, aber sehr viele andere lokale Vokalisten, die mir einfallen, sind schon in der Lage, ein anderes Instrument. Das ist richtig, ja. Einigermaßen gut zu spielen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum diese Vokalisten üben ernster nehmen. Ja, das ist, man muss da immer so diese feine Linie finden zwischen ich bashe jetzt Vocalist, was ich absolut nicht möchte, weil. Als Bassist wirst du sicher auch oft gebasht. Ja, das ist, ich bash mich selber oft als Bassist, weil seriously, wer nimmt Bassisten im Metal ernst? Shoutout an alle Bassisten im Metal, wenn ihr euch ernst nehmt, dann... Failed Guitarists. Dann, ich habe das letztens in einer Gruppe gehabt auf Facebook. How did you start bass guitar? When my teacher told me that they already had enough guitarists and gave me a bass. Das ist literally meine Story, ja. Und ich liebe das Instrument zu Tode, aber know your fucking place. Wir sind alle nur Seconds zu Drummern. Es ist so. Das sind die Tanks im Metal, sind die Drummer. Aber man muss diese dünne Linie finden zwischen zu sagen, ja, Gitarristen, sage ich, Vocalisten, die nur singen, kommen halt ins Studio und stecken das Mikro an und das ist es nicht, das ist sau schwierig. Ich meine, ich habe es selber probiert, wie vor Jahren selber mal Vocals zu machen, guttural Vocals und sowas und boah, Bro, es ist nicht easy. Ich hab mir viele, viele YouTube-Tutorials angeschaut und zum Glück gibt es sehr viele wunderbare YouTube-Tutorials. Ja. Da können wir auch noch einen Shoutout machen an Chris Breezy, Vocal Covers. Der einige gute Tutorials beziehungsweise sogar ein ganzes E-Book darüber geschrieben hat, über das Vocalist-Dasein und was man so macht als Metal-Vocalist mit Extreme Vocals. Aber ich kann es einfach nicht. Es ist so schwierig, weil in meiner Erfahrung ist es sehr leicht, dass du deine Technik wegschmeißt, um kurzfristig ein Ziel zu erreichen. Ja. Nein, und ich meine, natürlich, wenn ich bei einem Konzert bin und ich feiere es gerade, ja, dann schreie ich auch mit und dann wird sich sicherlich auch kurzfristig cool anhören.
aber es tut mir weh und ich kann das nicht einmal einen ganzen Song. Mir tut es immer weh, wenn Leute mitschreien bei Konzerten, wenn sie versuchen, Noten zu hitten. Und ich habe da einen... Bei Tesseract ist... Wenn ihr bei Tesseract-Konzerten mitsingt, seid ihr Abschaum für mich. Ich zahle urviel Geld, damit ich den Daniel Tompkins singen höre. Dann schreit mir irgendwer ins Ohr rein bei fucking Hexes oder, keine Ahnung, Tourniquet. Und denkst mir so... Voll. Bro, bitte. Nein, Scherz beiseite. Die Leute sollen mitsingen. Das ist geil. Ich finde es cool, wenn Leute mitsingen. Weil das zeigt auch die Passion, aber ja, ich, also um es wieder zurückzubringen zu den Vocalists, ich glaube, es gibt ein ziemliches Stigma gegen Vocalists, die nur singen, weil du halt das Gefühl hast, die machen nichts, aber die Leute, die es lange machen und auch wirklich gut machen, so wie der Breezy zum Beispiel, so wie der Hermes, der Greek God of Hair, zum Beispiel unter der fucking Gary von All Your Sorrows, das Xenomorphie mich fast anbrunzt. Alter. Es ist unpackbar, was aus dem Typen rauskommt, wo du denkst, das kann ein Mensch nicht produzieren. Und das muss man schon dazu sagen, finde ich, es ist sehr easy für mich, egal welchen Zustand ich bin, einen Bass-Plugin, meine Preamps, cool, mein Bass macht immer die gleichen Töne. Mhm. Weil ich weiß, wie ich damit umgehe. Es ist ein Instrument, es ist ein Werkzeug, mit dem ich arbeite, immer die gleichen Töne. Stimme ist so eine flexible und persönliche Sache auch. Und es gehört so viel mehr dazu, von dir sowas preiszugeben wie deine Vocals. Mhm. Das ist ein sehr interessantes Thema. Instrumentalisten haben doch irgendwie die Möglichkeit, sich zu verstecken hinter dem Instrument. Weil ob du jetzt auf eine Bühne gehst, wenn es dir wirklich shitty geht und Vocals machen musst und mit der Crowd reden musst, das ist ein ganz anderer Job, als einfach nur dastehen und bring the clank, ja. Also da ist für mich der Unterschied. Definitiv. Ich meine, das ist eh auch ein schöner Segway zu einem anderen Thema oder einem anliegenden Thema, ja. dass Vokalisten doch, sagen wir mal, in den absoluten Mehrheit an Fällen auch Frontmen sind. Ja. Beziehungsweise eben das Publikum animieren oder irgendwie versuchen zu animieren, für Interviews dastehen, auf den Fotos als größtes oder als prominentestes Mitglied oben sind. Mhm. So galionsfigurmäßig eigentlich für die Band. Richtig, richtig. Aushängeschild. Aushängeschild, ja. Was würdest du sagen, was ist der Stepper zu fragen, was ist der Beste, aber was wären so Top 3 Best Frontmans, die du live gesehen hast? Könntest du es runterbrechen? Also, und wie gesagt, ich unterscheide da aus irgendeinem Grund inhärent zwischen Frontman und sängerisches Können. Okay. Nein, ich meine wirklich Frontman, ja, so richtig. Also, ich glaube, einer der besten Frontman ist Corey Taylor. Yes, absolut. Sowohl bei Stone Sour als auch bei Slipknot weiß der, wie er viele Leute zum Bewegen bekommt. Weil du vorhin Dan Tompkins angesprochen hast, finde ich zum Beispiel, ist das überhaupt nicht so gut. Ist ein unfassbar guter Sänger. Aber er wirkt in dieser Rolle nicht so natürlich. Ich finde, er hat sich verändert. Er ist irgendwie, er hat jetzt so ein bisschen, so seine Ninja-Moves sind mir ein bisschen zu viel jetzt. also ich verstehe absolut, was du meinst. Unglaublich guter Sänger, aber... Ja. Nee, ich finde zum Beispiel lokal gesehen, um darauf zurückzukommen, finde ich eben, dass der Breezy das sehr gut macht. Hm. Der macht immer Stimmung, auch wenn man sieht, wie viel Spaß es ihm macht. Ja. Das finde ich immer ein sehr wichtiger Aspekt, dass ein Frontman muss irgendwie diese Freude auch rüberbringen oder einfach diese Energie. Und für mich ist das am überzeugendsten, wenn ich sehe, diese Person hat Spaß. Ich liebe diese Vene, die er hat, keine Ahnung, diese Vene, das Shoutout to Breezy's Monster. Ja. Das ist cool, ich verstehe absolut, was du meinst. Das ist einfach so
Ja. Whatever that guy said. Voll. das macht für mich sehr, sehr, sehr viel aus. Und natürlich kann ich genauso beeindruckt sein von einem sängerischen Können, aber dann bin ich beeindruckt von der Technik oder von, eben von, dem, von dem Meisterwerk. Und das reißt einen vielleicht nicht so sehr mit, um einen Moshpit zu starten. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Und das ist natürlich auch immer die Frage, was ist das Ziel des Abends, ja. Was ist Ziel der Band, wie viel will man Party machen, was soll die Stimmung sein. Gehört natürlich auch zum Genre dazu. Das ist richtig, ja. Ich glaube, da ist ganz viel Emotion wichtig bei den Sängern. Wen ich da zum Beispiel immer sehr cool fand, war die Annie. Ist die Annie, nicht wahr? Annie gibt es noch immer. Von Das I End. Auf eine ganz eine andere Art wie zum ganz Beispiel. Ganz andere, ja voll. Aber jedes Mal, wenn ich die Annie gesehen habe, war es so, okay, was auch immer sie vermitteln will, I get it. Also du spürst, dass das gerade ein intenser Moment ist und sie hat Spaß daran, es freut sie unglaublich und das ist, es gibt sehr nichts, privat und persönlich. Ja, es gibt nichts Schlimmeres für mich, als einen Sänger zu sehen, wo du merkst, der ist nicht ganz im Game oder der ist nicht ganz drinnen. Der gibt gerade nicht 100% von sich selber her und hält irgendwas zurück. Weil das ist das Gefühl, wo ich mir denke, oh, ich krieg nur deine second best emotions gerade. Ich will aber alles. Ich will dieses Package ganz haben. Ja. Wie stehst du zu Frontman, egal jetzt wer von der Band, wenn sie so zwanghaft ein Publikum versuchen zu animieren, so, ja, ich will jetzt einen Moshpit sehen oder ah, jetzt müsst ihr das machen. Read the room, würde ich sagen. Da fällt mir, keine Ahnung, das ist, ich muss ihn wieder erwähnen, einfach weil er lustig ist. Der Hermes zum Beispiel ist auch so ein Mensch, er schaut immer, ob er den reinkriegt irgendwo, diesen Moshpit drin, aber er ist extrem gut drin, zum Beispiel einen Raum zu lesen. Das ist, was ich immer an ihm geschätzt habe, dieses... Auch wenn du sagst, die Location, ja, an der Location geht fix nichts. Er sieht diesen Moment, wo er weiß, diese drei Typen sind so ready und so, ja, fuck it, wer da im Raum drin steht, die Oma von irgendwem, I wanna see a fucking mosh pit. Und es funktioniert. Und das ist auch beim Breezy so, der kann extrem gut den Raum lesen. Das ist auch jedes Mal bis jetzt so gewesen bei den New Chapters, wenn ich sie gesehen habe, dass das. Dass da extrem viel, da war jemand am Mikrofon, der weiß, wie die Leute funktionieren. Ja. Es gibt noch einige Beispiele. In der Local Scene bei uns gibt es einige Leute, die das sehr, sehr gut können. Und ich finde, das gehört dazu, dieses Zwanghafte, weil es halt im Programm steht. Na, wenn du merkst, es funktioniert nicht, dann ist es, ja, keine Ahnung. Ja, für mich persönlich geht es dann nach hinten los. Ja. Wenn eine Band oder ein Sänger in jedem Break oder kurz vor jedem Breakdown mich versucht, so, ja, und reißt die Bude nieder oder haut die Leute zusammen und so, dann denke ich mir so, oh, spiel deinen Song. Wenn dein Song schon nicht gut genug ist, um mich dazu zu bewegen, dann wirst du es jetzt auch nicht mehr ändern. Ja. Also ich bin da voll bei dir, es ist sehr wichtig, um den Raum zu lesen. Und in der Hinsicht muss man auch wirklich unterm Strich sagen, sehr, sehr schwieriger und komplexer Job den Sänger haben. Sie müssen die Vocals bringen, also sie müssen genauso wie jeder Instrumentalist ihre musikalische Leistung bringen und zusätzlich noch Emotionen zeigen, animieren, den Raum lesen, hier und wieder einen Schmäh führen. Ja, absolut. Also es ist eine super, super schwierige... Ich finde auch nicht, dass es immer der Sänger sein muss. Es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, Fit for an Autopsy. Da redet auch der Gitarrist relativ viel. Der Sänger auch. Aber sie teilen sich's auf und das finde ich auch voll okay, dass man sagt, ja, okay, ich bin zwar Sänger, aber ich muss nicht alles sagen. Ich kann auch abgeben, wenn ich nicht so comfortable bin damit. Kann ich auch einfach gewisse Sachen abgeben. Ja. Glaubst du, das ist generell was Wichtiges in einer Band? Also wenn wir jetzt einmal ein bisschen einen Switch machen zu Hierarchie generell? Es ist super wichtig, abzugeben. Es ist super wichtig,
glaube ich, dass du, wenn du merkst, es wird dir zu viel, dass du rechtzeitig Leute approachst und sagst, hey, kannst du das übernehmen? Ja. Oder hey, ich bräuchte Hilfe bei der Sache. Mhm. Ich glaube, das ist super wichtig. Ich meine, du hast sicher sehr viel Insight, weil du siehst viele Bands, du kennst eh alle Bands auf der Welt und in Wien persönlich. Steve Wilson wahrscheinlich auch persönlich. Porcupine Tree, keine Ahnung. Nein, aber wie wirst du es erlebt bei Bands in Wien jetzt also, irgendwie? Ich glaube, um nochmal jetzt nicht nur von Wien zu reden, aber generell Underground-Bands, die ich jetzt persönlich kenne. Ich okay. glaube, es gibt immer irgendwie einen Bandleader und es ist seltenstens der Frontman. Mhm. Um bei dieser Thematik und Dynamik mit Sänger zu bleiben. Ich glaube, es sind meistens nicht die Sänger, weil die sich eh schon auf sehr viele Sachen bei der Show konzentrieren müssen. Mhm. Dass solche Sachen werden auch gerne abgegeben, dass man so, nein, ich spiele Gitarre und ich muss zwischen den Songs meine Gitarre stimmen, ja. Animier du das Publikum. Mhm. Also das ist etwas, was man abgibt, aber genauso gibt der Sänger dann gerne ab. Ja, Songwriting. Mhm. Mhm. ich melde mich dann, wenn die instrumentalen Parts fertig sind. Ja. Also ich denk, da ist es schon wichtig, dass, wie du sagst, viele Sachen hin und her geschoben werden. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist es auch so. Was natürlich sehr interessant ist, ist einfach die Unterschiede bei Bands zu sehen, wie viel verteilt ist und wie viel nicht. Mhm. Weil ich kenne Bands, die funktionieren mehr oder weniger fast nach einem Session-Musiker-Prinzip. Ja. Also ich bin die Band und ich habe halt 5 Leute oder 3 Leute um mich herum und da bitte hast du die Tabs oder die Noten und kannst du das am Donnerstag so spät auf dieser Bühne spielen. Ja. Das gibt es einerseits und andererseits gibt es auch die wirklich, sagen wir mal, rein demokratischen Bands, wo alles so gut wie geht gleich verteilt ist. Aber ist es immer gleich verteilt? Funktioniert Demokratie im Sinne von, jeder hat eine, was soll ich sagen, jeder hat eine Stimme und jeder bestimmt gleich viel über alles? Funktioniert das? Für manche Bands. Ich persönlich glaube, dass es nicht unbedingt die produktivste Art ist, wenn man jetzt generalisiert. Ja. Aber ich denke, es gibt definitiv Bands, wo das funktioniert. Ja. Ich glaube halt, das sind die wenigsten. Also ich kenne nicht sehr viele, wo es gut funktioniert oder wo es auf lange Frist gut funktioniert. Ja. Aber natürlich gibt es Bands, wo wirklich so, du bist der Drummer, ich brauche einen Drumpart, schreib du den Drumpart. Mhm. Wo das komplett separat gemacht wird von den Gitarrenpart und die Vocals und dann wird auch noch verteilt, der bestellt Merch, der macht das Booking. Solche Sachen. Ja, das stimmt. Also ich glaube, die Verteilung von Aufgaben ist eine Sache. Das kann man schon wirklich demokratisch komplett aufteilen. Also demokratisch einfach verteilen. Ja. Also jeder hat mehr gemeint, musikalische Richtung. Ja, ich würde, also wenn es um wie soll ich sagen, den musikalischen Content geht, die Kreation, ist in meiner Erfahrung, und dazu muss ich sagen, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es irgendwer glaubt, aber ich habe nicht viel Part in der Kreation von der Musik, außer den Basslinien. Mhm. Und ich bin sehr okay damit, weil ich Gott sei Dank Leute gefunden habe, die unglaublich orgelmusikalischen Drive haben und so gute Ideen, also wirklich brillante Ideen, wo ich sage, I wanna be part of that. Aber in meiner Erfahrung ist es dann oft, du hältst diese Leute dann oft zurück, wenn du sagst, hey, hier ist ein Song, den ich geschrieben habe, der aber komplett eine andere Richtung ist. Ja? Mhm. Und wenn du dich dann versuchst, in die Richtung von der anderen Person anzupassen, ist dann wieder die Frage, bist du damit überhaupt zufrieden? Mhm. Und es ist ganz schwierig, glaube ich, dass du wirklich in den Proberaum gehst und jamst, und alle kommen am Ende mit einem Song raus. Ich glaube, also ich bei meinen Bands, in denen ich bin, funktioniert das so eh überhaupt nicht. Ja. Aber ich
frage mich, ob das überhaupt noch ein Ding ist, dass Bands das noch machen, wirklich in den Proberaum zu gehen und zu jammen im Metal. Im Metal überhaupt. Das ist insane, ja. Kannst du nicht blasen, eigentlich, also da blasten. Nein, ich glaub schon, dass das eine extreme Minderheit ist. Ja. Wird es schon geben. Die Frage ist halt, und wird es auch geben bei erfolgreichen Bands. Mhm. Aber ich denke auch, dass einfach die mehr oder weniger das Standardmodell, was am besten funktioniert, Disclaimer, ich spiele in keiner Band. Ich kann nur behaupten, dass ich gesehen habe und dass ich vermute. Aber was ich vermute, ist, wenn du ein, zwei Leute in deiner Band hast, die wirklich einen Drive haben und die größte Vorarbeit leisten, was dann verfeinert wird von den anderen Leuten. Ich glaube auch, dass das auf lange Frist, dass das, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht, das ist most workable. Es funktioniert auf langer Frist irgendwie doch am besten. Googelt das Wort, wenn es nicht versteht. Mir fällt es nämlich auch gerade nicht an. Nein, aber es ist natürlich so, es ist für jede Band anders und es muss sich auch niemand jetzt Gedanken darüber machen, bei mir ist das schon so oder bei mir ist es so. Es gibt genauso Bands, die, wie gesagt, eine absolute Diktatur sind. Voll. Wo ich auch wieder der Meinung bin, na, das geht irgendwann auch nicht gut, weil dann steht der Frankie bei mir wieder alleine da. Ah ja, das ist Diktatur, es ist halt, es ist schwierig. Also ja, auch Disclaimer, wir sagen euch nicht, wie ihr eure Bands führen sollt, weil wer nicht so als Setter Fairness jetzt morgen in fucking Woodstock auf die Bühne gehen mit, ich weiß nicht. Mir fallen komischerweise, wenn ich so depperte Sprüche mach immer nur dieselben drei lame-ass Bands an, Metallica, Megadeth oder so. Ist nicht so, als wäre ich in Megadeth. Keine Ahnung. Fuck it. So, da. Aber Megadeth. Genau. Glaubst du, in Megadeth ist irgendwann schon mal was demokratisch entschieden worden? Ja, dass der Megadeth und der Megadeth und der andere. Keine Ahnung. Drunk Megadave. Die drei Megadaves haben es entschieden demokratisch unter sich. Nein, gar nicht. Das ist lustigerweise, es gibt einige Bands, wo die ich halt, keine Ahnung, die ich adore und die, wo rausgekommen ist im Endeffekt im Nachhinein, ja, das ist eigentlich gar nicht so labend, in der Band zu sein. Wo ich halt die Illusion gehabt habe, die sind so demokratisch und eigentlich nicht. Es sind zwei oder eine Person. Aber glaubst du, das hat auch glaubst du, das ist eine reine Persönlichkeitssache oder glaubst du, das hat auch zu tun mit, blöd gesagt, musikalischem Können? Dass du in den meisten Bands Leute hast, die einfach mehr Affinität für Songwriting haben und dass diese Leute dann so oder so mehr in diese Entscheidungen treffen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass es Leute gibt, die die Dinge machen und die Ausdauer haben, diese Dinge durchzupushen. Okay, egal, was ihnen entgegengeworfen wird. Also mehr ein Persönlichkeits-Etwas und ein ja, ich glaube, dass das sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun hat, weil, keine Ahnung. Es gibt super artsy, coole Leute, die unglaublich arge Ideen haben und niemals ein Album geschrieben haben, weil sie einfach nicht die Ausdauer und die Geduld gehabt haben, sich hinzusetzen. Und eben vielleicht einen Bandkollegen, der gesagt hat, Idee ist geiler. Das ist unglaublich hart, das zu machen. Ich bin froh, dass ich das niemals machen musste. Ich war da immer der Beta, nie der Alpha-Guy in der Band. Also ich habe immer den Luxus gehabt, zu sagen, das ist so und so. Also ich habe immer kritisieren dürfen. Und das ist was, glaube ich, viele Leute missverstehen. Die sagen, ich darf nie mitentscheiden. Naja, nein, du darfst schon mitentscheiden, aber du darfst kritisieren. Mhm. Und du musst nicht alles auf deinen Schultern tragen, wenn es in den Arsch geht. Ja, weil das ist halt der Typ, der das Album geschrieben hat,
Mhm. Auf dessen Schultern ist es halt, wenn die Leute sagen, na, das Album ist so scheiße. Bist du halt der Typ, der das Ding, also, oh Gott, ja, ich habe den Leuten das gegeben und sie mögen es nicht, ja. Oder, mhm. oh Gott, ich habe, also, von, ich hab das Gefühl, ich behandle meine Bandmates schlecht, weil ich ihnen das aufbürde, bis zu, oh, keine Ahnung, oh Gott, mögen die Leute meine Musik. Ich, bis zu einem gewissen Punkt war ich für das auch immer zu feig, zu sagen, ich mache eine Band und ich bestimme, wo es lang geht, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin, zu sagen, du machst das, du machst das. Ich bekomme gerne Aufgaben und ich mache sie gerne und ich mache sie gut, aber ich bin taking charge, das stelle ich mir sehr schwer vor. Ich glaube, daran scheitert es. Ich glaube, da gibt es halt in jeder Band einen, der hat dieses, okay, und so machen. Es gibt schon Leute, die es wollen und die es versuchen und auch versuchen zu rebellieren. So, ja, und jetzt machen wir es mal in meinem Weg, aber die machen vom Ziel schlapp. Die haben nicht diese Sustainability. Mhm. Die sind zu viel Offense-Tank und zu wenig Defense, als dass sie die Truppe wirklich carryen können den ganzen Weg. Weil, ich meine, wie gesagt, das beste Beispiel sitzt normalerweise da. Typ, der es immer gut gemacht hat, in allen Sachen, die er getan hat. Also ich habe noch nie in einer Band gespielt, wo es so viel Harmonie gegeben hat. Und das liegt halt größtenteils auch am Jörg. Und du siehst das bei Bands, dass es halt oft einen Typen gibt. Das heißt nicht, dass er mehr wert wäre als die anderen, aber dass es halt einfach der Kleber ist, der das zusammenhält. Ja. Ja. Aber wie, ich weiß nicht, wie also abgesehen mal von CDM oder von den, was sind deine Erfahrungen mit dem? Nein, ich glaube auch. Ich glaube, Bands, die eben über eine längere Zeit gut funktionieren und zwischen gut funktionieren und Erfolg haben, finde ich, gibt es einen Unterschied. Aber die gut funktionieren und sich stetig steigern oder auf einem gewissen Niveau immer agieren, das sind meiner Erfahrung nach auch Bands, wo es irgendwie eine Person gibt, die doch irgendwie Bandleader oder Bandmama, Papa, wie man auch sagen will, die diese Rolle irgendwie übernehmen. Denke ich schon auch. Einfach auch, weil es eine Richtung vorgibt. Dann das Nächste, und das ist halt schon was, da habe ich selber als Erfahrung, was ich gesehen habe bei den unterschiedlichen Bands, da gibt es dann ein großes Spektrum, wo dann der Bandleader mehr oder weniger Input und Feedback übernimmt. Ich glaube, das ist dann, dort gibt es den wirklich einen großen Unterschied und dort ist, wo man dann redet von Demokratie oder nicht. Aber ich denke, das ist eher so, das, was ich am häufigsten gesehen habe, wo ich auch sage, das scheint eine gesunde Hierarchie oder Struktur für diese Band zu sein. Ja. Ja, wenn man es gruppendynamisch sich anschaut, weil ich habe jetzt geredet von Alpha und Beta, was heißt das? Logischerweise Alphabet. Googelt es, ja. Du hast in einer Gruppe normalerweise das dann Alpha, du hast dann Beta, du hast ein paar Gammas, das sind die halt mitschwimmen. Der Beta ist meistens der Support eigentlich, also wenn wir es jetzt auf RPG umlegen, jetzt wird es interessant. Du hast halt den Leader, du hast die Right Hand in einer Band meistens und dann hast du ein, zwei Leute, die halt mitschwimmen. Und dann hast du aber auch immer jemanden, du hast immer einen Gamma-Typen dabei. Also jemanden, der einfach, Omega. Jemanden, der opposed, was der Alpha-Dude sagt in einer Band. Ja. Mhm. Und die Person brauchst du aber. Du brauchst den Typen, der dich ein bisschen verarscht. Du brauchst den Typen, der sagt, ja, das Riff ist ein bisschen auszarthaberer, ne? Und das ist wichtig, sowas. Ich glaube, man kann das sehr schön illustrieren anhand der Teenage Mutant Ninja Turtles. Please share! Du hast den Leonardo, das ist der Alpha, ja? Der sagt, das machen wir. Der Donatello war dann, einerseits Voice of Reason, aber auch ein bisschen der Ja, weil oder Ja, aber. Mhm. Der Michelangelo war der klassische, okay, mach halt mit. Und
der Raphael war definitiv der, der opposed war, der rebelliert. Ja. Das ist, und jede gute RPG-Gruppe ist so aufgebaut. Du hast den keine Ahnung, wenn du so eine gute Gruppe hast, das ist vielleicht ein Paladin, ja, der halt mehr so der... Righteous. Ja, Charisma. Oder das ist ein Charisma-Charakter, ja, jemand, der halt die Gruppe anführt. Du hast jemanden, der halt einfach fucking Damage austeilt, ja, und halt unterstützend wirkt, so deine rechte Hand. Du hast die Supporter, die halt einfach wirklich mitgehen und nur machen. Und du hast, keine Ahnung, irgendeinen fucking Rogue oder irgendwer, der halt die ganze Zeit Scheiße baut und ein bisschen challenged, was der Leader sagt. Du brauchst alle diese Sachen auch in einer Band. Nur darfst halt nicht außer Hand geraten. Nein, darf in der Hinsicht keine einzelne Rolle überhaupt nehmen. Ne? Also an alle Leute, die gerne sticheln gegen ihre Bandmates. Ihr seid vielleicht genau diese Rolle, aber seid keine Arschlöcher. Weil das ist halt, also es gibt immer diese Grenze, wie weit du gehen kannst, wo es konstruktiv ist und wo es dann halt einfach nur mehr ungut wird. Ja. Und, also das Verständnis dafür, wenn jemand die Band trägt, sei es ihm nicht neidig oder verstehe, dass es verschiedene Rollen geben muss. Wenn du nur Alphas in einer Band hast, bist du deppert. Das ist was wär deiner Meinung nach am vernünftigsten, wenn man in einer Band spielt, muss ganz offensichtlich einen Bandleader gibt und man sich aber mehr einbringen möchte. Was würdest du da raten? Weil ich bin planlos. Ich habe keine Banderfahrung. Ich weiß nicht, wie ich sowas machen würde. Zuerst einmal schauen, was hast du für einen Bandleader? Hast du einen Mega Dave oder hast du vielleicht einen... Oh, wenn du Pech hast, hast du einen Faceless Dude. He'll steal from you and he'll fuck you up. Nein, jetzt ist aber alles in einem... Nee, es nicht auf eine persönliche Ebene herunterbringen. Weil das ist oft der Fehler, den ich sehe bei Leuten, dass sie Sachen persönlich nehmen, wo du sagst, nein, das ist gerade nicht persönlich. Es geht um die Musik, es geht um die Ideen. Wenn ein Typ sagt, hey, der Song passt nicht, weil er passt nicht zum Stil vom Album, heißt das nicht, der Song passt nicht, weil du passt nicht zum Album oder so. Sondern, und ich glaube, wenn du herantrittst an jemanden und sagst, ich möchte gern mehr machen beim nächsten Album oder ich würde mich gern mehr einbringen, schaut, wo das möglich ist und sag nicht einfach nur, ich will das, was du gemacht hast, kürzer machen und dafür was von mir machen. Weil das ist, glaube ich, dieses, ich nehme dir was weg, damit ich was dazugeben kann, das ist crappy, keine Ahnung. Würdest du dann sagen, versuch's eher mit einem Side-Project? Nein, gar nicht. Du kannst. Nein, aber wenn man sich jetzt nicht so stark einbringen kann, wie man vielleicht möchte, weil es vielleicht nicht passt oder nicht funktioniert. Oder ja, so. Side-Project. Du kannst aber auch einfach versuchen, das nächste Album in eine andere Richtung zu lenken, wo das besser passt. Ja? Du kannst dir das aufheben für andere Dinge. Gutes Beispiel Periphery, diese eine EP, wo jeder von ihnen einen Song geschrieben hat, ist nach wie vor eines von den besten Dingen, die es von Periphery gibt. Ich bin nicht so der Periphery-Fan, aber das habe ich gefeiert, weil es eine coole Idee ist. Und das war ein cooles Outlet zu sehen. Verschiedene Styles. Ich würde nicht sagen, du musst ein Side-Project anfangen, weil das nimmt dir wieder sehr viel Energie. Außer, dass es ist wirklich was ganz was anderes. Aber versuch's vielleicht, keine Ahnung, sag jetzt nicht zwanghaft, es muss drinnen sein auf dem Album. Schlag eine EP vor. Aber bring dann halt auch die Ressourcen zu sagen, okay, wenn alle an Bord sind, würde ich die nächste EP supervisen und ich komme mit Ideen und sowas, weil, also Bands brauchen ja das fucking Trivium ist ein gutes Beispiel. Das jetzige Album hat, glaube ich, der Paolo und der Corey zum größten Teil geschrieben. Der Matt hat nicht viel gemacht dafür. Das ist ein super Beispiel für eine Dynamik in einer Band, wenn ein Typ halt gerade mal zwei Kinder hat, dass zwei andere übernehmen und sagen, yo, wir haben fucking Riffs ohne Ende. Paolo ist ein guter Gitarrist, very decent, ja. Und das macht Sinn zu sagen, okay. Also, okay, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, damit können wir auch ein bisschen das Ganze abrunden und abschließen. Also deiner Meinung nach kann man schon auch definitiv eine Bandstruktur und Hierarchie, also ist was Flüssiges. Das kann sich flexibles, absolut. Von Output zu Output ändern. Muss es bleiben, weil ich finde, es soll doch immer die Möglichkeit geben, für einen Bandleader zu sagen, hey, Guys, ich gehe auf Urlaub.
weil ich bin knapp vom Burnout und ich kann euch nicht mehr tragen. Oder eben auch nicht, dass der Band in einen Schritt zurück machen muss, sondern dass ein anderer sagt, hey, ich möchte diese Chance auch mal haben. Und dass der Bandleader dann mal sagt, okay, show me what you got. Show me what you got. Wichtig ist halt dann, dass die Leute nicht nur reden. I'm a sneaky guy, weil ich bin selber oft so einer, der sagt, ja, ich kann das und das machen. also Julius sitzt gerade zu Hause. Alter, der hackelt nix. Red Depper. Aber ich kenne das selber sehr gut. Man will oft helfen und hat dann oft, man redet sehr gern und hat dann oft einfach nicht die Idee, wie man anfangen kann. Educate yourself früh genug. Geht's, kommuniziert's, seht's, dass die Rollen flüssig sind. Es geht immer um Spaß. Und das checke ich nicht, dass Leute dann irgendwie sagen, ja, wir müssen das so und das. Ihr müsst gar nichts. Keine Sau kennt euch. Vielleicht habt ihr 2000 gescheißen. Ja. Sorry, aber ihr müsst Spaß haben. Das schuldet sie euren Fans. Ja. Und solange das gut geht, ist es vollkommen okay, auch Rollen zu tauschen. Ja. Ich glaube, damit können wir zusammenfassend sagen, man kann auch Rollen tauschen. Voll. ich habe viel mehr geredet als du, Peter, oder? Sagt es mir in den Comments. Sagt, dass der Fernis mehr geredet hat. Das ist auch okay. Das wird sich hier und da schon noch ändern. Ich rede ja eh auch gern. Da wird es ja noch weitere Folgen geben. Voll. So, und ich glaube, damit schließen wir das heute mal ab. Yes? Yes. Und bald gibt es mehr. Von Thomas. Und von Peter. Und von Scene Talkers. Genau, alles Mögliche. Yes? Alright. How was it for you? Good. Was it nice?